من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kommen wir heute bi'idhnillahi ta'ala zum Schluss dieser gewaltigen Ayah, Ayatu al-Kursi. Und wir waren angekommen bei der Aussage Allahs Azza wa Jal, und ihre Behütung beschwert ihn nicht, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Behütung der Himmel und der Erde, die Betreuung der Himmel und der Erde und der ganzen Geschöpfe in den Himmeln und den Erden, sowie die Versorgung dieser, beschwert ihn nicht, subhanahu wa ta'ala. Und diese Macht und die Kraft Allah subhanahu wa ta'ala wird hier bestätigt, indem eben die Schwäche verneint wird. Und das, haben wir ja gesagt, ist die Bedeutung des Tasbih. At-Tasbihu huwa at-Tanzih. Und das ist eben die Lossagung, die Freisprechung Allah subhanahu wa ta'ala von jedem Mangel und von jeder Unvollkommenheit. Allah azza wa jal sagte: Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana haliman ghafura. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Und Allah Jalla wa Ala sagt auch: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass der Himmel und die Erde durch seinen Befehl bestehen. Wenn er euch hierauf ein einziges Mal ruft, da kommt ihr sogleich aus der Erde hervor. Dadurch verdeutlicht die Ayah, dass die Geschöpfe Allahs tabaraka wa ta'ala, die schwach und von Allah abhängig sind, in keiner Weise verehrt und angebetet werden dürfen, sondern alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, noch einmal in Ayatul Kursi haben wir gesagt, wird als Leitsatz erwähnt: Allahu la ilaha illa hu. Also Allah azza wa jal, es gibt keine Gottheit außer ihm. Und dann werden Belege dafür gegeben, warum wir Allah dienen sollen. Al-Hayy, Al-Qayyum, also der Lebendige, der also nicht stirbt, der Beständige, also der keine Hilfe benötigt. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Das bedeutet, ihn überkommt weder Schlummer und Schlaf, denn das wäre ja ein Widerleg bzw. ein Widerspruch zu dem, dass er lebendig und beständig ist. Denn jemand, der schläft, der bedarf Hilfe. Denn es könnte ja sein, dass während des Schlafes irgendetwas passiert. Und deswegen erwähnte auch Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala als Einwand gegen die christliche Theologie, dass Isa alayhi salam, und sie sagen ja, er sei Gott, dass eben Gott erhaben ist er darüber, subhanahu wa ta'ala, dass er gestorben ist und dann nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt, wer hat dann die Erde gelenkt? Und wer hat die Menschen versorgt und die Tiere und die Pflanzen? Und wer hat die Angelegenheiten gelenkt in diesen drei Tagen, wenn Gott gestorben ist? Das heißt, jemand, der stirbt, kann nicht lenken, kann nicht walten, kann nicht versorgen, kann nicht führen, kann nicht erziehen. Und deswegen überkommt Allah Azza wa Jal weder Schlummer noch Schlaf. Also weder ein kleines Schläflein, noch ein Schläfchen, noch ein großer Schlaf. Sondern Allah Azza wa Jal ist immer lebendig, Jalla wa Ala. Und danach, لا تأخذه سنة ولا نوم,
kam, erwähnte Allah Azza wa Jal seinen Besitz. لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Dann ging es um die Fürsprache und das ist ein Teil seines Besitzes. Wer würde denn die Fürsprache halten können ohne seine Erlaubnis? Und danach kam eben dieser Aspekt, وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا, oder vorher kam natürlich sein Wissen, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Auch hier wieder die Bestätigung bei Allah Azza wa Jal und die Verneinung bei den Geschöpfen. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا. Hier auch wieder eine Verneinung. Und da sehen wir, dass das die Grundlage der Aqidah ist. Weil La ilaha illallah besteht aus zwei Aspekten. Einmal aus dem Nafi, die Verneinung, und aus dem Ithbat, die Bestätigung. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, ist eine Bestätigung. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, ist eine Verneinung. Genauso, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ist eine Bestätigung. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, ist eine Verneinung. Und so erwähnt sich und preist sich und lobt sich Allah subhanahu wa ta'ala eben durch die Lossagung, die Verneinung anderer Götter und durch die Bestätigung seiner Herrschaft und seines Besitzes und seines Wissens subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Damit wird die Aya nun beendet. Er ist der Erhabene und Allgewaltige, subhanahu wa ta'ala. Und das sind zwei besondere Namen Allahs Azza wa Jal. Al-Ali, der Erhabene, der über allem ist, subhanahu wa ta'ala. Und Al-Azim, der Allgewaltige, der Mächtige, subhanahu wa ta'ala. Und diese beiden Eigenschaften haben wir bereits bei den Gedenksprüchen erwähnt. Und zwar bei Subhana Rabbi al-Azim im Ruku' und Subhana Rabbi al-A'la im Sujud. Ebenso gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er die letzten drei Suren des Korans rezitierte nach dem Gebet. Diese sind Suratul Ikhlas, Suratul Falaq und Suratul An-Nas. Dazu sagte Uqba ibn Amir radiyallahu anhu: Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhat dubura kulli salah. Mir befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ich die Schutzsuren nach jedem Gebet lese. Und bekanntlich sind die Schutzsuren natürlich die zwei, Suratul Falaq und Suratul Nas, also Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Aber das ist eben der arabische Gebrauch, dass man für verschiedene Sachen, wenn man sie zusammen erwähnt, einen Begriff benutzt. Und zwar eben das, was eben in der Mehrzahl ist. Da es zwei Suren sind, die Schutzsuren heißen und die Sure Al-Ikhlas eben nicht, werden diese Suren die Schutzsuren genannt. Das ist auch im, zum Beispiel heißt Maghrib al-Isha al-Isha'ayn. Ja? Oder zum Beispiel Nabi sallallahu alaihi wasallam hat monatelang von Datteln und Wasser gelebt und das nennt man dann Al-Aswadain, die zwei Schwarzen, wobei Wasser nicht schwarz ist. Aber warum hat man es so genannt? Weil eben die Datteln schwarz sind. Also, wenn ich dann beides mit einem Begriff erwähnen möchte, dann sage ich halt ein Begriff und implizit ist das andere damit gemeint. Also auch hier Al-Mu'awwidhat, damit sind nicht nur, also nach dem Gebet sind nicht nur Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbil Nas gemeint, sondern auch noch Suratu Al-Ikhlas. Suratu Al-Ikhlas ist Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Und wir werden bi'idhnillahi ta'ala nun diese Sure uns etwas näher anschauen. Aber bevor wir das tun, erst einmal über den Wert oder über das Thema dieser Sure. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anh berichtete, dass er einen Mann hörte, wie er die Sura al-Ikhlas wiederholte.
Am nächsten Morgen berichtete er dies dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Und er sagte sallallahu alayhi wasallam: "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluth al-Qur'an." Bei dem, in dessen Händen meine Seele ist, sie gleicht einem Drittel des Korans. Suratul Ikhlas ist so wertvoll wie ein Drittel des Koran. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: "Inna Allah jazza al-Qur'an thalathata ajza'in, faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'i al-Qur'an." Er sagte alayhi salatu wassalam: "Allah hat den Koran in drei Teile aufgeteilt und er hat die Sure, sag Allah ist ein einziger, als einen Teil des Korans geteilt." Der Grund dafür ist, da müssen wir verstehen, welche Themen behandelt der Koran. Al-Quran behandelt drei Themen. Einmal die Glaubenslehre, einmal die Rechtslehre, also was ist erlaubt, was ist verboten, was ist Pflicht, was ist nicht Pflicht. Und drittens die Geschichten der vorangegangenen Völker. Das sind die drei Themen. Also Glaubenslehre, Rechtslehre und Geschichte. Und Qul huwallahu ahad beinhaltet was von diesen drei? Die Glaubenslehre. Ist keine Rechtslehre in dem Sinne drin, dass hier irgendetwas geboten oder verboten wird, sondern es wird über Allah Azza wa Jal geschrieben. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah sagte dazu, zu dieser Einteilung, und im Endeffekt läuft alles darauf hin, dass es Glaubenslehre ist. Im Endeffekt, die vorangegangenen Völker, wenn du diese Geschichten hörst, warum erzählt uns Allah diese Geschichte? Damit wir unseren Glauben festigen. Und wenn du sie hörst, das ist erlaubt oder das ist verboten, dann doch nur, damit du Allah dienst. Und das ist wieder eine Glaubenslehre. Du bestätigst, dass Allah Azza wa Jal angebetet werden muss. Aber das ist natürlich, wohin es hinausläuft. Aber die Themen an sich sind eben drei: Glaubenslehre, Rechtslehre und Geschichten. Und Suratul Ikhlas befasst sich nun mit der Glaubenslehre. Und deswegen ist sie ein Drittel des Korans wert. Ja? Das heißt nicht, viele oder einige denken dann, wenn ich Qul huwallahu ahad jetzt dreimal gelesen habe, habe ich den Koran komplett gelesen. Nein. Sondern es bedeutet, es ist eine gewaltige Sura. Und du wirst sehr viel belohnt dafür, aber das komplette Lesen des Korans ist natürlich nicht gleich. Und in dem folgenden Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stellung auch dieser Sura, Suratu al-Ikhlas. Und zwar sagte Ubayd ibn Hunayn: "Sami'tu Aba Hurayra radiyallahu anhu yaqul: Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Wajabat. Qultu ma wajabat? Qala al-Jannah." Abu Hurayra überlieferte, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam einen Mann die Sure al-Ikhlas lesen hörte. Da sagte er, es ist erreicht. Wajabat. Ich sagte, was ist erreicht? Er sagte, das Paradies. Subhanallah. Das heißt, durch die Rezitation der Sura al-Ikhlas gelangst du ins Paradies. Und deswegen ist es eine Gabe Allahs Azza wa Jal, dass er uns eben geboten hat, am Ende des Gebets, nach diesen ganzen Gedenksprüchen, Suratu al-Ikhlas zu lesen. Und der Offenbarungsgrund, Sababu an-Nuzul, Offenbarungsgründe ist ein Teilgebiet der Koranwissenschaft. Sababu an-Nuzul ist ein Teilgebiet der Koranwissenschaft, genauso wie Tajweed ein Teilgebiet ist, genauso wie Tafsir und so weiter und so fort. Und dazu überlieferte Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, dass die Götzendiener dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten: "Erwähne uns die Abstammung deines Gottes." Ja. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, oder dann offenbarte Allah Azza wa Jal diese Sura. Er antwortete mit dieser Sura: "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Sag, er ist Allah einziger, Allah der Überlegene.
Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm gleich. Das heißt, sie wollten ja ihn provozieren, alayhi salatu wassalam. Ja, erzähl uns mal, von wo kommt er? Und da wurde diese Sura offenbart. Allah Azza wa Jal ist einzig, Jalla wa Ala. Er hat keine Teilhabe, niemand ist ihm gleich. Und er wurde weder gezogen, noch wurde weder gezeugt, noch hat er gezeugt, subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zur ersten Ayah. Qul huwa Allahu Ahad. Ahad ist ein Name Allahs. Al-Ahad. Also Allah Azza wa Jal hat einen Namen und dieser heißt Al-Ahad. Und Al-Ahad ist der Einzige. Und deswegen Bilal ibn Rabah, radiallahu an, als er gefoltert wurde, sagte, und sie sagten ihm U'lu Hubal, oder also sie sagten ihm, beleidige den Prophet sallallahu alaihi wasallam und erwähne Hubal und diese Götzen, preise sie. Dann sagte er Ahadun, Ahad. Er konnte nicht mehr sagen, weil dieser Fels auf seiner Brust war. Ja. Hätte er mehr Luft gehabt, hätte er viel mehr gesagt. Aber das ist das, was er sagen konnte. Ahad, Ahad. Also einzig. Also Allah Azza wa Jal ist einzig, subhanahu wa ta'ala. Er hat keinen Teilhaber, subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ahad deutet natürlich auf seine Einzigkeit. Und deswegen, es wird in sehr, sehr oft auch von Einheit Allahs gesprochen, aber das habe ich schon mal erwähnt. Einheit hört sich so an wie etwas, was vereint wurde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deswegen ist es vielleicht angebrachte Einzigkeit zu sagen, aber das ist Ansichtssache. Und die Einzigkeit Allahs muss bestätigt werden in drei Aspekten. Woher haben wir das, dass es drei Aspekte gibt, drei Bereiche, in der die Einzigkeit Allahs Azza wa Jal bestätigt werden muss? Durch das Studieren des Korans und der Sunna. Und diese Methode, diese wissenschaftliche Methode, nennt sich auf Arabisch Istiqra. Istiqra ist das Durchstudieren der Texte, also von Anfang bis Ende. Und wenn man das tut, dann findet man, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Einzigkeit entweder seine Einzigkeit hervorhebt oder die Diener zur Einhaltung seiner Einzigkeit aufruft. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und deswegen gibt es Gelehrte, die sagen, At-Tawhid sind zwei Arten. Einmal At-Tawhid bezüglich der Eigenschaften und der Taten Allahs Azza wa Jal und At-Tawhid in Bezug auf die Taten der Menschen gegenüber Allah, also die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser erste Teil, die Taten und Eigenschaften Allahs, kann man nun wieder aufteilen in zwei. Einmal die Taten Allahs und einmal die Eigenschaften Allahs. Und somit kommen wir zum Schluss zu drei Arten des Tawhid. Woher haben wir das noch einmal? Aus Koran und Sunna. Wenn du Koran liest, dann wirst du vorfinden, entweder spricht Allah über seine Tat, dass er erschafft, dass er versorgt, dass er lebendig macht, dass er die Seelen nimmt, dass er heilt, dass er siegreich macht. Taten Allahs Azza wa Jal. Entweder er redet über sich und seine Taten, oder Allah Jalla wa Ala redet über seine Eigenschaften, dass er allwissend ist, dass er allhörend ist, dass er weise ist, dass er gerecht ist und so weiter und so fort. Er redet über Eigenschaften Allahs, seine Eigenschaften subhanahu. Oder drittens, er redet über die Anbetung der Diener gegenüber Allahs, dass Allah Azza wa Jal, dass die Diener Allah anbeten sollen. Also, dass sie beten sollen, dass sie fasten sollen, dass sie gedenken sollen, dass sie nur ihn fürchten dürfen, dass sie nur ihn lieben dürfen, dass sie nur ihn anrufen dürfen, nur ihn um Beistand bitten dürfen und so weiter und so fort. Warum erwähne ich das, dass dies so im Koran steht? Denn es gibt einige Menschen, die behaupten, es sei eine Bid'ah, den Tawhid in drei Arten aufzuteilen. Und man hat deswegen Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah angegriffen, wie er es wagen kann, zu behaupten, es gibt drei Arten des Tawhid,
wobei es nur einen Tauhid gibt, nach ihrer Ansicht? Und die Antwort lautet, das sind Definitionen. Und bei Definitionen gilt die Regel, dass wir uns nicht streiten sollen über Definitionen. Definier es, wie du willst, solange es richtig ist. Nenn es so oder nenn es so. Zum Beispiel im Fiqh. Die Gefährten haben nie As-Salah so beigebracht. Es gibt Säulen, es gibt Pflichten, es gibt Freiwilliges, es gibt Freiwilliges Regelmäßiges und Freiwilliges Unregelmäßiges, also Sunnah Mu'akkada, Sunnah Ghayr Mu'akkada und so weiter und so fort. Der Begriff Aqidah an sich, dieser Ausdruck, Al-Aqidah, den gab es so zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Den findest du weder im Koran noch in der Sunnah. Begriffe zu benutzen, um dieses Thema näher zu bringen, aus pädagogischem Sinne, das nennt sich nicht Bid'ah, solange der Inhalt richtig ist. Solange der Inhalt richtig ist. Nenn die Glaubenslehre Aqidah, nenn sie Iman, nenn sie wie du möchtest. Hauptsache, der Inhalt am Ende ist richtig. Also es geht um die Einzigkeit Allahs, es geht um die Engel, um die Bücher und so weiter und so fort. Einige, weil sie nichts anderes gefunden haben, um Ibn Taymiyyah rahimahullah schlecht darzustellen, haben sie gesagt, guck mal, da er sagt, Tawhid sind drei Arten. Und natürlich, wir dienen Allah Azza wa Jal, dem einzigen Subhanahu wa Ta'ala, aber wir müssen seine Einzigkeit in drei Bereichen bestätigen. Einmal in Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, also die Einzigkeit in seiner Herrschaft, Subhanahu wa Ta'ala. Und das bedeutet die Einzigkeit in seinen Taten. Tawhid al-Rububiyya ist die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seinen Taten. Was sind die Taten Allahs? Wie schon erwähnt, Allah ist der Schöpfer, er erschafft. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Versorger. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Leben und er gibt das Leben. Er gibt den Stolz und er erniedrigt die Menschen. Er heilt sie und macht sie krank und so weiter und so fort. Das sind Taten Allahs. In welche Rubrik des Tauhids gehören diese? In die Rubrik Tawhid al-Rububiyya. Was heißt das? Das heißt, du darfst nicht sagen, es gibt einen anderen Schöpfer außer Allah. Es gibt einen anderen Heiler außer Allah. Es gibt einen anderen, der heilt oder der die Seele nimmt außer Allah, subhanahu wa ta'ala. So, oder der helfen kann außer Allah. Das sind Sachen, die Herrschaft Allahs, azza wa jal, also sie befassen sich mit der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala und das ist zu bestätigen. Und jeder, der behauptet, er sei ein Gott, er sei ein Schöpfer, er sei ein jemand, der erlaubt und verbietet außer Allah subhanahu wa ta'ala, nennt man Götze. Also einer, der neben Allah angebetet wird und das nennt sich auf Arabisch Tarut. Tarut bedeutet jemand, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, auf irgendeine Art und Weise. Ob er sagt, ich bin der Schöpfer, wie oder ich bin ein Gott, wie Pharaon es sagte. Oder er sagt, ich verbiete, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und so weiter und so fort. Das alles steht im Widerspruch zum Tawhid. Aber die andere Art oder die andere Rubrik, die wir auch beachten müssen im Tawhid, ist die Tawhid al-Asma'i. Also die Namen und Eigenschaften Allahs zu bestätigen. Also, dass er allwissend ist, dass er allhörend ist, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala, dass er gerecht ist und so weiter. Jemand, der denkt und glaubt, Allah sei ungerecht, der kann nicht behaupten, er ist ein Muslim. Wie soll denn das funktionieren? Er denkt, Allah wäre ungerecht. Wie kann er dann sagen, ich glaube an Allah? Glaubt er an einen ungerechten Gott? Das geht nicht. Und deswegen, wer denkt, Allah Azza wa Jalla ist unweise oder die Gebote Allahs sind unweise, also sie sind ungerecht, der ist eben kein Muslim. Und die dritte Art und Weise oder die dritte Rubrik ist Tawhid al-Uluhiyya, also die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in der Anbetung, dass wir nur Allah anbeten. Und die Ibadah haben wir schon mal besprochen, befasst sich nicht nur mit dem Gebet, sondern die Ibadah, dazu gehören alle Namen und dazu gehören alle Aussagen und Taten, sowohl die offenkundigen als auch die verborgenen. Diese alle müssen für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden.
Wer das alles einhält, diese Einzigkeit Allahs Azza wa Jal, der ist ein Muwahhid. Wer aber dieses nicht einhält in irgendeinem Punkt, der ist kein Muwahhid. Das heißt, wer einen Götzen anbetet oder wer sagt, es gibt keinen Schöpfer oder wer sagt, Allah Azza wa Jal hat keine Namen und keine Eigenschaften und so weiter. Wer irgendetwas ablehnt von dieser Einzigkeit und Allah Azza wa Jal einen Teilhaber zur Seite stellt, ist damit kein Muslim, sondern ein Götzendiener, also ein Muschrik, möge Allah uns davor bewahren. Näheres natürlich dazu sollte man lernen, auf jeden Fall in den Aqidah unterrichten, sodass man detailliert weiß, was ist nun Al-Ibadah, was ist Al-Shirk und so weiter und so fort. Danach geht es weiter, also nach Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Allahu as-Samad. As-Samad ist der Überlegene, Subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Name Allahs, Jalla wa ala. Und dieser Name bedeutet derjenige, der ersucht und gebeten wird. Also die Menschen, die Geschöpfe, ersuchen Hilfe bei Allah. Sie brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Er aber ist nicht abhängig von irgendjemandem. Und er bittet Hilfe von keinem, subhanahu, weil er diese Hilfe gar nicht braucht. So braucht die ganze Schöpfung ihren Schöpfer, doch er braucht keinen seiner Schöpfung. Allah Azza wa Jalla ist der Unabhängige, da er vollkommen ist, wobei der Mensch ewig abhängig bleibt, da er ewig unvollkommen ist. Allah Azza wa Jalla sagt, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Also jeden Tag wird er gebeten, wird er gefragt, wird er um Beistand gebeten, subhanahu wa ta'ala. Jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde gibt es Fragende, die eine Bitte haben. Und deswegen ist Allah Azza wa Jal as-Samad, also derjenige, der angerufen wird, der gebeten wird, den die Menschen flehen um Hilfe, um Beistand. Al-Khattabi sagte zu diesem Namen, as-Samad bedeutet der Gebieter, der in allen Angelegenheiten ersucht. Also, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Er ist einzig, Subhana. Allahu Samad, er ist derjenige, er ist der Überlegene. Warum ist er der Überlegene? Weil alle Menschheit ersucht Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ersuchen Allah Subhanahu wa Ta'ala. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Das ist natürlich eine Folge der Überlegenheit Allahs. Und der Herrschaft Allahs und der Macht Allahs und der Unabhängigkeit Allahs und der Vollkommenheit Allahs ist, dass er nicht gezeugt wurde und dass er nicht gezeugt hat, subhanahu wa ta'ala. Dass er nicht gezeugt wurde, denn wenn jemand gezeugt wurde, dann war er schwach. Dann gab es eine Phase, in der er erst einmal nicht war, nicht existent war und in der er schwach war. Und wenn er gezeugt hat, warum ist es im Islam verboten, strikt verboten, von Kindern Gottes zu reden? Im Gegensatz zur christlichen Theologie. Denn, und das ist nun mal die Bedeutung dieses Begriffes, die Kind-Vater-Beziehung ist eine Beziehung einer gegenseitigen Abhängigkeit. Wenn wir von Kind-Vater reden, dann ist die Abhängigkeit gegenseitig. Zuerst ist das Kind abhängig vom Vater. Wenn das Kind erwachsen wird, stark wird und der Vater altert, dann ist der Vater abhängig vom Kind. Und Allah Azza wa Jal ist nie abhängig von den Menschen. Nein, nein, wir meinen das nicht so, dass ja, dann benutzt das Wort nicht, ganz einfach. Dann benutzt dieses Wort nicht, denn es gibt ein besseres Wort, das die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Herrn klar darstellt und das ist die Diener-Herr-Beziehung. Und deswegen ist das die Beschreibung, die richtig ist und angebracht ist und nicht die Kind-Vater-Beziehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran sehr, 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 sehr oft erwähnt,
wie schlimm es ist und gravierend es ist, ihm, also zu behaupten, dass er Kinder gezeugt hat, Jalla wa ala. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Und sie sagen, der Allerbarmer hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander. Und beinahe spaltet sich die Erde. Und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Allerbarmer Kinder zuschreiben. Es ziemt dem Allerbarmer nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders denn als Diener kommen. Er hat sie erfasst und sie genau gezählt, und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Das heißt, schaut euch an, wie Allah Azza wa Jalla sagt, die Geschöpfe brechen zusammen durch diese Aussage. Denn wie gesagt, das bedeutet, wenn du sagst, das sind Kinder Gottes, dann bedeutet das, Allah ist abhängig. Denn wie gesagt, die Kinder-Vater-Beziehung ist eine Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit. Ansonsten wäre es kein Vater. Ansonsten würde ein Vater keine Kinder zur Welt bringen. Warum bringen Väter Kinder zur Welt? Damit sie, wenn sie alt werden, jemanden finden, der ihnen hilft. Ist ja auch in modernen Gesellschaften so. Hast du nicht genug Kinder, ist die Rentenkasse leer. Ja? Das heißt, es gibt immer eine Beziehung. Aber der Herr braucht seinen Sklaven, seinen Knecht nicht. Er ist unabhängig von ihm, aber der Sklave braucht seinen Herrn. Allah Azza wa Jalla sagte auch, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Und er sonst alles erschaffen hat und er weiß über alles Bescheid. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat uns einen Hadith Qudusi erwähnt, einen heiligen Hadith, in dem Allah sagte: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الله عز وجل sagt, der Sohn Adams hat mich geleugnet und er hat kein Recht dazu. Und der Sohn Adams beleidigt mich und er hat kein Recht dazu. Seine Leugnung ist seine Aussage, er wird mich nicht wieder erschaffen, so wie er mich das erste Mal erschuf. Doch die erste Schöpfung ist für mich nicht leichter, als sie zu wiederholen. Und seine Beleidigung mir gegenüber ist seine Aussage, Allah hat ein Kind genommen. Doch ich bin der Einzige und der Überlegene, ich habe nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und niemand ist mir gleich. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla hat also erwähnt, dass es eine Beleidigung ist, zu sagen, Allah hat Kinder. Noch einmal, warum ist es eine Beleidigung? Weil du damit sagst, Allah ist abhängig von seinem Sohn. Allah braucht dann seinen Sohn. Erhaben ist er darüber. Allah Azza wa Jalla braucht niemanden. Und deswegen sagen wir, wir sind Diener und Knechte Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt keine bessere Beschreibung für den Menschen, keine ehrenvollere Beschreibung für den Menschen, als die Beschreibung als Diener. Als die Beschreibung als Diener. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gottesfürchtigen beschrieben als die Diener des Barmherzigen. Ibadur Rahman. Und deswegen müssen wir stolz sein, dass wir dies bestätigen, dass Allah Azza wa Jalla unser Herr ist. Und dass wir nicht sagen, Allah wäre unser Vater, möge Allah uns davor bewahren. Da musst du stolz darauf sein, dass du die Realität verstehst.
Dass du nicht einfach etwas wiederholst, das habe ich halt so gehört und das was. Nein, nein. Dass wir unser Gedächtnis benutzen, um Allah zu verherrlichen, zu lobpreisen, um uns bei Allah zu bedanken, nicht etwa um ihn zu beleidigen. Möge Allah uns davor bewahren. Und er sagte in diesem Hadith: Doch die erste Schöpfung ist für mich nicht leichter, als sie zu wiederholen. Was soll das bedeuten? Das heißt, das erste Mal zu erschaffen, ist natürlich bei den Menschen, meine ich jetzt, weil bei Allah Azza wa Jalla ist alles gleich, Jalla wa Ala. Aber bei den Menschen, wenn du das erste Mal etwas konstruierst, dann ist es schwieriger, als wenn du es wiederholen musst. Ja, das erste Produkt ist schwieriger als das zehnte oder das hundertste. Und wenn man das weiß, dann muss man ja davon ausgehen, dass die Wiederbelebung einfacher ist als die erste Erschaffung. Allah Azza wa Jalla hat Adam aus nichts erschaffen. Subhanahu wa ta'ala. Er hat einfach ihn aus Erde erschaffen. Er war vorher nichts. Adam alayhi salam. Ist es dann für Allah schwieriger, ihn wieder zu erschaffen? Natürlich nicht. Und Allah Azza wa Jalla deutete auf diese Bedeutung hin, indem er sagte: Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt. Das ist für ihn noch leichter. Subhanahu wa ta'ala. Er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde. Und er ist der Allmächtige und Allweis. Und dann beendet Allah Azza wa Jalla diese Sure mit der Ayah oder mit der Aussage: وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Und niemand ist ihm jemals gleich, denn niemand ist vollkommen. Und niemand ist unabhängig außer Allah subhanahu wa ta'ala. Die gesamte Schöpfung ist abhängig von Allah, doch er ist von niemandem abhängig und niemand gleicht ihm. Und das sagte Allah azza wa jalla auch in einer anderen Ayah: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende und Allsehende. Und hier sehen wir wieder diese zwei Aspekte in der Glaubenslehre der Bestätigung und Verneinung. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Das ist die Verneinung. Wa huwa as-sami'ul basir. Das ist die Bestätigung. Und weil dem so ist, weil diese Verneinung und Bestätigung wichtig ist, denn es reicht nicht in der Religion nur zu bestätigen. Es reicht nicht zu sagen, ja, ja, Allah ist einzig. Ja, aber Buddha, warum nicht? Und die Sonne und den Mond anbeten, warum nicht? Das ist kein Iman. Der Iman ist nur dann ein Iman, wenn du alle anderen falschen Götter ablehnst. Denn nur dann bestätigst du die Einzigkeit Allahs. Ansonsten, wenn du alle anderen Götter auch als Götter ansiehst oder erlaubst, dass sie angebetet werden außer Allah subhanahu wa ta'ala, wo ist dann die Bestätigung der Einzigkeit Allahs azza wa jalla? Und deswegen die Sunna in den zwei Raka'at, vor dem Pflichtgebet im Subh, also die Sunnen vor dem Subh, da ist die Sunna, dass wir in der ersten Raka'a Qul ya ayyuhal kafirun lesen und in der zweiten Raka'a Qul huwallahu ahad. Und das ist wieder eine Bestätigung. In der ersten Raka'a die Ablehnung des Unglaubens und die Distanzierung von jeglichen Götzendienstes. Und in der zweiten Raka'a eben al-Ithbat, die Bestätigung der Einzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und damit sind wir mit Suratu al-Ikhlas auch fertig, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und das nächste Mal schauen wir uns Suratu al-Falaq an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, gemäß dem Wissen auch zu handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere leichtsinnigen Fehler in unseren Aussagen und Taten verzeihen. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين